Dieses Projekt demonstriert das automatisierte Schneeräumen der Start- und Landebahn auf Flughäfen. Wir wollen damit zeigen, dass das automatisierte Fahren auf Betriebsgelände mit der Technik, die ein Mercedes-Benz LKW an Bord hat, möglich ist. Wir haben die Anforderungen in enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Fraport AG entwickelt, damit eine optimale Integration in die Flughafenprozesse garantiert ist. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Wir ermöglichen so einen sehr schnellen und flexiblen Einsatz der Fahrzeuge mit höchster Präzision. Auf aufwendige Sensorik haben wir dabei verzichtet, da sich im ersten Fahrzeug ein Operator befindet, der gemeinsam mit einem Begleitfahrzeug das gesamte Umfeld und den Betrieb überwacht. Im Normalfall gibt es beim Schneeräumen auf Flughäfen absolut keine Hindernisse, da das gesamte Gelände abgesperrt ist. Alle Fahrzeuge sind identisch aufgebaut und können je nach Bedarf entweder alleine oder in beliebigen Konvois betrieben werden. Innerhalb eines Konvois kann jedes Fahrzeug wahlweise als Führungs- oder als Folgefahrzeug konfiguriert werden. Die Spurführung erfolgt über Differential GPS. Damit kann die festgelegte Fahrspur zentimetergenau eingehalten werden. Die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und mit der Leitstelle erfolgt über verschlüsselte Funksignale. Über ein zentrales Bedienpult lassen sich vom Führungsfahrzeug aus alle Fahrzeugfunktionen als auch die Räumgeräte steuern und überwachen. Von Beginn an wurde das Remote Truck Interface auf Basis von Serienprozessen entwickelt. Das beinhaltet neben der Spezifikation eine umfassende Gefahren- und Risikoanalyse inklusive der Ableitung von Sicherheitszielen. Dadurch wird bei einem Systemfehler der sichere Fahrzeugstopp jederzeit gewährleistet. Diese Schnittstelle, das Remote Truck Interface, wurde im Rahmen dieses Pilotprojektes entwickelt. Sie soll in Zukunft dazu dienen, auch in weiteren Anwendungsfällen das automatisierte Fahren auf Betriebsgelände zu ermöglichen.